heute mit unseren Lacrima-Kindern auf dem Eselhof in Ham in der Nähe von Nürnberg. Lacrima bedeutet Träne und ist der Name unserer Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche, die einen engen Familienangehörigen, wie zum Beispiel ein Elternteil oder ein Geschwisterchen, verloren haben. Dieser Verlust stellt für die Kinder einen Schock dar und muss verarbeitet werden. Wir begleiten Kinder und Jugendliche auf dem Trauerweg und bieten Hilfe in den verschiedenen Trauerphasen. Dazu gehören natürlich auch Gruppenausflüge, wie dieser heute hier zum Therapiehof in Ham. Solche therapeutischen Ausflüge sind aber leider nur durch Spenden möglich. Wir sammeln Spenden auf verschiedenen Wegen, sei es per Brief oder die Ansprache der Firmen. Als wir aber von dem Spendenportal Gut für Nürnberg gehört haben, haben wir gedacht, das probieren wir einfach aus. Es war ganz einfach, das Spendenprojekt einzustellen. Und ich finde auch für den Spender selber ist es sehr einfach, mit ein paar Klicks eine Spende zu tätigen. Als unser Projekt online war auf Gut für Nürnberg, haben wir unsere Social-Media-Kanäle aktiviert und haben dort ein bisschen Werbung für uns gemacht. Daraufhin konnten wir wirklich viele Menschen erreichen, denn ohne Werbung klappt es natürlich nicht. Also ich freue mich unglaublich, dass wir den Kindern, die wir begleiten, auch diesen Tag ermöglichen können, dank der Community von Gut für Nürnberg. Es tut einfach gut zu sehen, dass die Menschen hier in der Region zusammenhalten und für das Projekt gespendet haben. Das ist für uns die Gelegenheit, auch Danke zu sagen.